Jo Leute, willkommen zu einem Video. Vizio 6, ich bin heute nicht auf meiner 96 unterwegs, sondern ich habe heute etwas anderes ausgegraben. Und zwar, was das für ein Bike genau ist, nach dem Intro. Obwohl es eigentlich total Blödsinn ist, weil es ja im Titel steht. Egal! Wir fahren jetzt zu einem Spot hin und dann zeige ich euch mal das Bike. Vorab, es ist zwar im Familienbesitz, aber es gehört nicht mir. Von dem her wird es wahrscheinlich das erste und letzte Video sein von dem Bike. Und warum ich das Video überhaupt mache, es ist eigentlich, man sieht es, es wird schon kälter. Ich habe eine dicke Jacke wieder angezogen. Der Herbst kommt langsam, spürbar. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen Content gehen wir aus. Und dann ist mir eingefallen gehabt, hey, Moment einmal, wir haben noch das Bike. Das möchte ich eigentlich nur unbedingt vorstellen, weil es eher mehr so, jetzt nicht so in Vergessenheit geraten ist. Es wird halt nur sehr selten gefahren. Letztes Jahr, glaube ich, mit dem Bike sind nur 150 Kilometer gefahren worden, was eigentlich schon echt wenig ist. Ab und zu wird es einmal bewegt wie jetzt. Das nutze ich auch geil für ein Video, dass ich euch das einmal vorstellen kann. Aber wie gesagt, oft wird das Bike nicht zu sehen sein. Erstens, es ist nicht mein Bike. Zweitens, mit Einzylindern von der Kubikklasse habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht gehabt. Und wie gesagt, ich möchte einfach nichts hier machen. Ich bin da ein bisschen sensibel, wenn es um das geht. Aber heute für das Video fahren wir das Bike einmal und ich stelle es euch einmal vor. Es hat geregnet, Straßen an rutschig. Sei bloß vorsichtig. Aber da bleiben wir jetzt einmal stehen und zeige euch einmal das Motorrad. Genau, da schalten wir es aus. Alter, das ist komplett andere Technik, ey. Brutal. Stehst du? Sehr schön. Nein, Benzinhahn. Es ist so eine Ungewöhnung, wenn man von Einspritzer 96 auf die umsteigt, wenn man wieder Vergaser fährt, aber es ist geil zu fahren. Mit die Reifen, Vollschirm drauf, vielleicht ein bisschen eine Ungewöhnung, es hat geregnet auch noch. Auf alle Fälle, was ist das überhaupt für ein Bike? Das ist eine 525 EXC, Baujahr 2008. Und gekauft wurde das schicke Teil, ich glaube, 2012 schon. 11 Jahre ist es jetzt schon in Familienbesitz. Wie gesagt, es ist jetzt nicht mein Bike, aber in Familienbesitz. Deswegen wird es auch das erste und letzte Video wahrscheinlich sein von der. Obwohl die eigentlich richtig cool ist. Es ist halt, man sieht das EXC. Wettbewerbsmaschine für Hard Enduro. Irgendwie, wie es ich jetzt vorhab oder wie es ich aber mache mit der 96, ein bisschen ins Ausland fahren oder Tagestouren, das geht halt mit der überhaupt nicht. Die kommt halt dahin, wo die 96 nicht kommt und andersrum ebenfalls. Jetzt nicht vom Gelände her, von der Reichweite her, von der Strecke, von der Bequemlichkeit her, ist die 96er viel bequemer und auch in der Pflege und Wartung. Das ist ein Einzylinder-Vergaser mit, 525 Kubik steht ja da. Leistung hat das Teil 54 PS, glaube ich. Klangt aber vollkommen aus mit dem Gewicht, wie schwer die genau ist. Ich leider nicht sagen, habe ich nicht im Kopf. Aber es ist einfach vom Motor her 2008. Damals gab es, glaube ich, nur Euro 3, Euro 2. Ich weiß nicht, wenn du das heute mal anschaust, mit Euro 5, 6, bist du wahnsinnig. Wie man es sieht, von den Blinker her, von den Spiegel, vom Auspuff, es ist alles original. Da ist nichts dran gemacht worden, was einerseits cool ist, andererseits hätte es einen Haufen Potenzial gehabt. Aber irgendwie so wie die jetzt durchsteht, das ist eigentlich schon fast eine Seltenheit. Ich finde es richtig cool. Was auch richtig cool ist, ist der Sound von dem Bike, weil ohne Scheiß, es ist, ich glaube, ein geileren Sound bisher in meinem Leben wie das Bike habe ich noch nie gehört. Vergaser kehrt vielleicht einmal ein bisschen eingestellt, aber es ist einfach ein Mörderteil. Es ist richtig geil. Auch noch mit Kickstarter und mit Schock und Benzinhahn. Also mit dem Bike, da lernst du das Motorrad vorne noch wirklich. Blinker auch noch zum Klappen, Licht, man sieht das Startknopf ohne Schlüssel. Man kann es, glaube ich, irgendwo links oder rechts, was ich gesehen habe, kann man das Teil absperren, Lenkersperre, mehr aber nicht. Was natürlich einerseits saugeil ist. Oh, Licht habe ich vergessen auszumachen. Aber das Teil läuft halt immer. Und ich muss ehrlich sagen, nach 12 Jahren im Besitz und nach 15 Jahren, es ist halt immer noch, ich finde es fast zeitlos, das Bike. Es ist zeitlos, es läuft, alles original. Kilometer, weiß ich nicht, da kenne ich mich im Tacho zu wenig aus. Das ist schon wieder zu lange her mit meiner 400er. Aber das Bike, das springt halt immer oben. Wenn du jetzt irgendwo im Gelände bist, die Batterie kackt ab. Das hat zwar eine Batterie, aber schmeißt den Motor an, hurra die Gans. Genau, 271,2 Betriebsstunden nach 15 Jahren. Ist schon krass. Zustand würde ich mal behaupten, auch recht top. Wie gesagt, es ist jetzt nicht mein Bike. Ich habe da nichts dran gemacht. Es ist jetzt nur mal Bewegungsfahrt, nenne ich es einmal, dass die auch mal wieder bewegt wird. Aber es ist einfach, ich finde es cool. Dank, wie viel haben wir noch drin? Ach, noch genug.
Und dann zog ich euch einmal den Sound vor dem Teil, weil wenn der Motor warm ist und wenn es bergab geht bei den Schaltvorgängen, es ist einfach bergab. Mit dem Vergaser, der ist jetzt vielleicht nicht perfekt eingestellt. Die Kiste, die knallt ordentlich. Also wenn es mal richtig warm ist, das hören wir halt vielleicht nie sehen. Oder jetzt beim Bergabfahren da. Ich möchte es aber auch nicht riskieren, weil wenn da nämlich irgendwas hingeht, dann ist Achterbahn. Aber die wird auch tatsächlich, wird die seltenst im Gelände bewegt. Ab und zu mal schon, aber danach wird es aber dann auch wieder gleich gewaschen und alles wieder hergerichtet. Ölwechselservice machen wir euch selber, weil das ist schon, ja, ich würde es nennen, eine Rarität. Gut, Benzinhahn, Schock lassen wir drin. Alter, das ist ein Mörderteil. Ist einfach, ich finde es ein super schönes Bike mit, ja, doch, ein bisschen Seltenheitswert, würde ich mal behaupten. Und soundtechnisch, da kommt da gar nichts ran. Also soundtechnisch ist das brutal. Soundcheck, können wir irgendjemanden nerven? Nein? Alter, es ist ein bisschen ungewohnt vom Fahrgefühl her, weil die viel leichter ist wie die 690er und damit die Stollenbereifung. Ich habe dasselbe mal ja 400er gehabt, aber die vom Sound her ist auch bei weitem nicht hingekommen wie mit der. Und das ist einfach, Alter. Ich mache gar nichts, ich lasse mich rollen, zweiter Gang. Ich überdrehe auch nicht, also unauffällig bist mit der im Wald nieder, hey. Holy shit! Aber es ist, wie gesagt, die wird nicht oft gefahren. Das erste und letzte Video wahrscheinlich mit der. Was einerseits schade ist, andererseits cool ist, aber verstehe. Weil wenn da irgendwas ist, auch mit dem Ersatzteil her, wenn irgendwas kaputt ist, die ist jetzt schon ein bisschen älter. Ja, ist schwierig. Ah, vorsichtig, die Straßen sind nass und rutschig. Ah, und ich habe Stollreifen drauf. Aus der Hölle. Richtig geil. Naja, anyways, Freunde. Das Video war jetzt vielleicht nicht ganz so lang. Aber ich wollte euch das Bike nur mal vorgestellt haben. Ein Zweirad haben wir sogar noch. Über das kommt vielleicht auch ein Video. Ist jetzt bei weitem nicht so spektakulär wie das da. Aber es ist einfach das Bike. Echt ein Traum. Auch mit Seltenheitswert, würde ich mal sagen. In dem Zustand. Kilometer, wo ich nicht kenne, wie mit dem Tacho näher aus. Und ich möchte mich ja da nicht verdrucken. Aber es ist für das Alter, in dem Zustand, auch mit dem Sound, es ist einfach, ich find's geil, ich find's richtig geil. So, jetzt fahren wir rum, schön vorsichtig, wir wollen nichts hier machen. Oh, Katze, miau. Ach ja, übrigens, danke für mittlerweile über 100 Abonnenten. Scheint jetzt vielleicht ein bisschen unspektakulär sein. Ja, über 100 Abonnenten, aber für uns ist schon richtig geil. Auch, dass die Videos so gut ankommen, gefällt uns schon sehr, sehr gut. Und in Zukunft wird vielleicht auch einiges kommen. Anyways, Freunde, ich beende das Video an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, mit dem Pisswetter verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Ach ja, ein Thumbnail brauche ich ja auch noch. Ja, nehmen wir das gleich hier. Ah, Benzin hinzu. Es war Ungewöhnung, aber geil. Don't forget the light. Gut. Schönes Bike. Ist geil. Doch, gefällt mir richtig gut.